Impfen? Lass denn, ich bin doch topfit. Hier und hier. Na, warum soll ich mich da jetzt prophylaktisch... Du kannst auch das Parkett rausreißen, um zu gucken, ob darunter noch ein Teppich ist. Ja, kannst aber wirklich übertreiben. Eine Infektion kann jeden treffen. Auch junge, sportliche und sehr gesunde Menschen. Also auch mich? Habe mitgemacht, ist eine öffentliche Liste im Internet, eine Art Online-Pranger, könnte man sagen, die es seit ein paar Monaten gibt. Eine Auflistung von über 1000 Personen, denen gemein ist, dass sie sich in irgendeiner Form für Vernunft und Vorsicht in der Corona-Pandemie ausgesprochen haben. Manche ruhig und sachlich, andere ziemlich wütend. Die Liste hat den Untertitel Das Archiv für Corona-Unrecht. Und ich war gestern hier im Zoo, es war rappelvoll, ja, aber dann ist da vorher eine Schlange und da sind nur Genesene, Geimpfte, Getestete. Und dann ist es schon irgendwie okay, ja, weil die Leute, die jetzt genesen oder geimpft sind, werden keinen schweren Verlauf mehr haben. Also man lebt jetzt mit einem kleinen Restrisiko, aber für diese Menschen muss wieder Normalität eintreten. Und wer sich nicht impfen lassen will, der hat ein Problem. Ich stehe da auch drauf. Hurra. Sie haben da, glaube ich, 2 oder 3 Zitate aus meinen Texten gesammelt, von denen vor allem eines immer wieder geteilt wird, natürlich aus dem Kontext gerissen, meist verfälscht und in einen Nazi-Kontext gesetzt. Und das bloß, weil ich denen, die mindestens seit dieser Pandemie so hart an der Spaltung der Gesellschaft arbeiten, gesagt habe, dass wenn sie sich abspalten wollen, sie wohl kaum jemand vermissen würde. Nett ist es nicht, ich weiß. Aber es soll ja auch nicht nett sein. Es soll dem Verhalten der benannten Leute angemessen sein. Und wenn man jetzt sagt, meine kleine Angst ist mir wichtiger als das Ganze, dann muss man damit leben, dass man eben Zutritt verliert zu bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Ich glaube, anders geht das jetzt nicht mehr. Wir merken uns eure Namen, versteckt hinter einem, wir werden nicht vergessen, was ihr gesagt habt. Aber Leute, ich kann ja nur für mich sprechen. Aber mir ist völlig egal, ob ihr das vergesst oder nicht. Nein, im Gegenteil. Ich möchte sogar, dass ihr euch daran erinnert. Von denen vor allem eines immer wieder geteilt wird, natürlich aus dem Kontext gerissen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen und uns diese ganzen Maßnahmen Tyrannei? Ja, ich benutze bewusst den Begriff der Tyrannei. Denn ganz ehrlich, ich verstehe die Aufregung um die Impfpflicht nicht. Und das als jemand, der kein Fan von Impfpflicht ist. Natürlich fände ich es besser, wenn die Menschen freiwillig und rational die zweifellos beste Entscheidung für sich treffen würden, nämlich sich impfen lassen. Aber wenn es offensichtlich nicht passiert, ist Impfpflicht doch immer noch besser
als das Virus mit uns eine Party schmeißen zu lassen. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir brauchen irgendwie keine Corona-Maßnahmen mehr. Aber angesichts der Tatsache, dass 2/3 geimpft sind, muss man jetzt zu Maßnahmen kommen, die ausreichend sind, die hilfreich sind und die dafür sorgen, dass sie auch nicht von Gerichten gekippt werden können. Das wäre nämlich meine größte Sorge. Erstens gab es ja klinische Studien zu diesem Impfstoff. Man wusste, dass dieser Impfstoff funktioniert. Man wusste, dass dieser Impfstoff keine dramatischen Nebenwirkungen hat. Wir waren also ausdrücklich nicht die Versuchskaninchen. Dieses Wort zu nennen, ist absolut verheerend in einer Phase, in der wir noch wollen, dass mehr Menschen sich impfen lassen. Damit sagt man und bestätigt man genau das, was es als Vorwurf zu oft gegeben hat. Ganz rational betrachtet ist eine Impfpflicht sogar weniger krass als die Gurtpflicht im Auto. Denn der Sicherheitsgurt schützt ja nur mich selbst. Da könnte man ja noch argumentieren, ist ja jeder selbst schuld, wer sich nicht anschnallt. Aber wer sich impfen lässt, schützt ja nicht nur sich, sondern auch andere. Da sich Geimpfte seltener anstecken, können sie auch das Virus seltener weitergeben. Auf einer der irrsinnigsten Demos der deutschen Geschichte wehen in Berlin Regenbogenfahnen neben der bei Neonazis beliebten Fahne des Kaiserreichs. Schwarz-Weiß-Rot die Farben, auch die Farben der Nazis. Grüne Studienräte marschieren dort neben Hakenkreuz-Tattoos. Friedensbewegte und Profisportler mit dunkler Hautfarbe in Rufweite von Rechtsextremen. Menschen ohne Maske demonstrieren gegen eine Maskendiktatur, die sie freundlich gegen jede Regel verstoßen lässt, während die Polizei auf Twitter behauptet, man dulde keine Regelverstöße. Fakt 1, die Impfung ist sicher. Nein, der Impfstoff wurde zwar schnell, aber nicht auf Kosten von Sicherheit und Sorgfalt entwickelt und zugelassen. Nein, der Impfstoff macht nicht unfruchtbar. Nein, Impfungen sind keine Belastung des Immunsystems. Impfungen trainieren das Immunsystem, ohne dass der Körper mit dem tatsächlichen Erreger konfrontiert ist. Nein, Nebenwirkungen, die erst viel später, also ein Jahr oder Jahre nach der Impfung auftreten, sind nicht zu befürchten. Gefährdet in den Schulen sind Lehrer. Lehrer sollten sich impfen lassen, das ist meine Meinung. Ich finde auch, dass das die Pflicht von Lehrern ist, sich impfen zu lassen, wenn sie für diesen Staat arbeiten und diese Aufgabe angenommen haben. Und für alle, die sagen, die Impfstoffe sind mir noch nicht gut genug untersucht, genau das Gegenteil ist der Fall. Fakt, noch nie gab es Impfstoffe, deren Sicherheit und Nebenwirkungen nach der Zulassung so sorgfältig beobachtet wurden wie die Corona-Impfstoffe. Einfach, weil noch nie Millionen von Menschen in so kurzer Zeit geimpft wurden. Das schafft eine nie dagewesene statistische Power. Aber Sie wollen die doch gar wir nicht. Wir wollen die auch nicht. Wir wollen die Impfpflicht für alle. Dann gehen wir damit. Okay. Wenn alle Menschen in diesem Land verpflichtet dazu werden, geimpft zu sein, dann werden die Pflegenden hier natürlich mitgehen. Ich muss ja sagen, ich bin großer Verfechter der Impfpflicht, auch wenn ich mich damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiß, sehr unbeliebt mache. Aber Impfpflicht bedeutet ja nicht, man wird gefesselt zum Arzt getragen. Es bedeutet einfach, dass man zum Beispiel seinen Beruf als Lehrer oder Lehrerin dann nicht mehr ausüben kann. Dann sind die nicht insolvent, automatisch. Aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also. Und bitte nicht irritieren lassen von geimpften Corona-Patienten auf der Intensivstation. Manche lässt das fälschlicherweise glauben, dass die Impfungen nicht wirken oder nicht so gut wirken wie gedacht. Die Impfungen wirken so gut wie gedacht. Wenn ich diese Pressekonferenz angehört habe, dann hat man fast ein bisschen das Gefühl, dass es diese großartige Errungenschaft eines Impfstoffs, der innerhalb eines Jahres entwickelt wurde, das wird von der Politik ja auch immer wieder betont, als gäbe es die überhaupt nicht. Tyrannei der Ungeimpften. Dreimal dürfen Sie raten, was danach in den sozialen Netzwerken los war. Wer will schon gern schuld sein daran, dass wir immer noch Masken tragen müssen und wieder überall das Infektionsrisiko lauert? Die Impfverweigerer sehen sich aber nicht als Täter, sondern als Opfer. Das Einzige, was dieser Pandemie den Garaus machen kann, der Impfstoff. Und davon war hier einfach überhaupt keine Rede. Während die Impflaster leer sind, die Impfzentren leer sind und es ja keinerlei erkennbare Perspektive gibt. Er sagt, wir haben Menschenleben gerettet durch unsere Maßnahmen. Nein, es sind Menschen gestorben, weil es keinen Impfstoff gibt. Arm frei machen und rein mit der Impfung und mit der Boosterimpfung. Nur wer die Fakten nicht verstanden hat oder von Desinformation getäuscht wurde, entscheidet sich bewusst gegen eine Impfung. Jetzt hat ein Werk von BioNTech glücklicherweise großartige Menschen, großartige Unternehmer, großartige Erfinder, großartige Wissenschaftler. Gut, dass dieses Werk heute eröffnet hat. Aber der Anspruch unserer Bundesregierung müsste doch sein, wir bauen jetzt 20 Werke. Welche Fabrik kann produzieren? Und ansonsten bleibt gesund und lasst euch impfen.
Peace. Indem man, wir haben auch bei Bild oft darüber berichtet, vor besonderen Einrichtungen wie Altenheim die Bundeswehr einsetzt und nicht nochmal auf einen Antrag wartet, dass die da mal jemandem ein Stäbchen in die Nase stecken dürfen. Auf das umzustellen, was der einzige Ausweg ist, nämlich Impfstoff, 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 Impfstoff. Impfstoff, 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 Impfstoff. Dass die anderen Leute töten, die ist böse andere Leute. Indirekt schon, genauso sieht es aus. Ja? Dass die anderen Leute töten, ich töte andere Leute. Indirekt schon, genauso sieht es aus. Ich töte andere Leute. Weißt du, was ich von Status habe oder was ich bin? Wissen Sie, was ich von Status habe? Nee, muss ich auch nicht wissen. Sie sind indirekt von Mopper, weil Sie hier andere Leute anstecken, wissen Sie. Sie sind indirekt von Mopper, weil Sie hier andere Leute anstecken, wissen Sie. Sie stecken in die nicht so weit rein. So, wie sind jetzt hier falsch, wie wir rankommen? Ungeimpft, diese sind Schnellchen. Naja, unterstelle ich ihn. Naja, unterstelle ich ihn. Das macht doch schon seit anderthalb Jahren. Und die ganze Bundesbürger unterstellt ihr. Das sind alle Mörder. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Womit? Na, ist es so oder ist es nicht so? Was? Weil ich Mörder bin und du ein Spinner? Sind Sie geimpft oder sind Sie nicht geimpft? Na was denn? Sind Sie geimpft oder nicht? Also habe ich recht oder habe ich nicht recht? Bin ich ein Mörder oder bin ich keiner? Bin ich ein Mörder oder bin ich keiner? So, jetzt brauche ich jetzt Ihre Nummer und fertig aus, jetzt möchte ich Anzeige erstatten. Wo ist Ihr Vorgesetzter? Ich bin der Vorgesetzte. Sie sind der Vorgesetzte. Na was ist das eine Truppe? Na komm, dann machen wir mal alles fertig. Ich bin jetzt weg, bitte. Will ich auch noch alles machen. Kommen Sie. Sie haben jegliche Menschlichkeit verloren. Sie haben jegliche Menschlichkeit verloren. Jegliche Menschlichkeit verloren. Was bin ich denn? Du sprichst mir die Menschlichkeit ab. Trotzdem wünschen wir, dass alle, die bisher skeptisch waren, sich überzeugen lassen von uns, die sich impfen lassen haben. Es ist bei uns gut ausgegangen. Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen und jetzt macht es. Es ist zu eurem Besten und zum Besten eurer Lieben.